Meine sehr verehrten Damen und Herren, Shortcut to the Top ist Geschichte und was für ein Event haben wir erlebt. Sehr gerne würde ich jetzt mit Ihnen zusammen die Highlights der Veranstaltung reflektieren und zelebrieren. Doch leider bin ich dazu gezwungen, nach Tristan Archers hinterrückser Attacke auf Levaniel nach dem Event eben diese Vorkommnisse zu kommentieren. Unser medizinisches Fachpersonal hat Levaniel auf Herz und Nieren gecheckt und dabei hat sich herausgestellt, dass dieser leider eine Verletzung erlitten hat. Diese Verletzung wird es ihm nicht ermöglichen, seinen Shot auf den WXW Unified World Wrestling Championship beim World Tag Team Festival einlösen zu können. Da wir allerdings dieses Benehmen von Tristan Archer weder tolerieren noch belohnen wollen, wird er seinen Titel selbstverständlich trotzdem beim Festival verteidigen müssen. Um dies zu gewährleisten, hat die ganze Company geackert. Wir haben Nachtschichten eingelegt, um folgendes Number One Contender Match in der Nacht 1 des Festivals präsentieren zu können. Der erste Kontrahent ist niemand Geringeres als der Ehrenmann Bobby Guns, der sich spätestens bei Shortcut to the Top mit einem eindrucksvollen, gar grandiosen Sieg über Axel the X-Man Tischer wieder bewiesen hat. Der zweite Kontrahent ist ein alter Bekannter, bei WXW allseits beliebt und das erste Mal seit 2020 wieder zurück. Es ist Speedball Mike Bailey. Diese beiden werden in der Nacht 1 des World Tag Team Festivals aufeinandertreffen und der Sieger der Konfrontation wird dann im Main Event des zweiten Abends auf Tristan Archer treffen um die WXW Unified World Wrestling Championship. Und darauf freue ich mich ganz persönlich. Danke.